Ah! Scheiße, habe ich mich erschrocken. Gott, das habe ich gar nicht erwartet. Sie ist genau neben mir. Ich könnte eigentlich quasi nur den Kopf hier rausnehmen und dann mich anspringen. Ja, und das tut sie. Ah, scheiße, hat sie mich erschrocken. Haha, kriegst du mich nicht? Dieser Super Slide wird mich hier retten. Moin Leute und herzlich willkommen zum dritten Part von Little Nightmares 2. Wir fangen von dem letzten Kapitel, den wir geschafft haben, und jetzt geht's wieder los. Für euch habe ich eine Playlist mit Little Nightmares 2 erstellt. Das werdet ihr gleich in der rechten Ecke sehen. Einfach da drauf drücken und dann seht ihr alle Parts. Somit werdet ihr nichts verpassen. Im Trailer gab es so viele Fallen, ich weiß nicht, wie diese funktioniert, aber bestimmt kommt etwas noch dahinter oder so. Oder doch nicht? Ups! Habt ihr diese Reaktion gesehen? Zack, Six hat auf den Kopf bekommen. Ja, diese Gegenstände, die liegen immer so im Licht. Ich denke, das sind irgendwelche Equipments oder so. Aber das scheint nicht so zu sein. Okay, sliden wir. Mein Lieblingsmove. Ja, immer wieder diese Pinocchios, ne? Sind auch so viele davon. Vielleicht kann man hier ein paar davon aufmachen oder so. Vielleicht ist es. Haben sie da etwas versteckt? Oh! Ich habe doch nichts gedrückt, oder? Oder doch? Aber gut. Habe ich noch zeitlich geschafft. Guck mal, wie viele sind da. Aber wir gehen da nicht hin, ne? Die warten auf mich. Komm, Six. Boah, was war das denn? Ah! Scheiße, habe ich mich erschrocken. Gott. Puh. Mein Gott. Das habe ich gar nicht erwartet. Na gut, also wir müssen doch hier rein. Ich weiß, du hast dich irgendwo hier versteckt. So, ich mache das langsam. Ich will nicht in die Falle kommen.
Schön nicht in die Falle geraten. Oh! Guck mal, wie schlau sind diese kleinen Viecher. Vielleicht kann ich auch hier darunter gehen. Nö. Geht nicht. Komm, wir gehen nach oben. Hey, come on. Wir müssen los. Bestimmt wird eins davon oder so aufgehen. Die sehen, diese kleinen Plätze sehen genau wie bei Max Payne 2 aus. So, und was ist hier? Ah, Six, was machst du denn? Muss immer vorsichtig sein, Mann. Oh Mann, wieder von vorne. Na gut. Super Trick. Oh, das war aber knapp. Die Ente müssen wir mitnehmen. Mr. Duck. Ja, okay, ich kann hier nichts nehmen. Wir gehen einfach weiter. Mr. Shrew, du kommst mit. Ja, du musst immer einmal schauen, ob hier irgendwo Fallen sind oder so. Hier geht's auch nichts auf. Aber bestimmt finden wir etwas. Das ist immer so. Das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Ich will nicht in die Mitte gehen. Aber was soll's. Muss ich wohl. Erstmal zum Hammer. Ah! Scheiße. Die sind aber klug. Komm, lass mich raus. Nein, nein. Auf gar keinen Fall. Nein. Ha, krieg sie in die Fresse. Komm, wir müssen schneller sein. Naja. So schnell sind wir tatsächlich nicht. Ah! Nein! Ich bin einfach zu schnell. Ja, nachdem du Mortal Kombat gezockt hast, dann bist du immer... Deine Reaktion ist ein bisschen schneller. Und ich denke, ich muss ein bisschen schneller drücken. Aber tatsächlich muss ich, glaube ich, mehr warten. Ich kann bestimmt nicht drüber. Na gut. Der wartet auf mich schon. Aber hier ist wieder eine Falle. Vielleicht kann ich die irgendwie umgehen. Beide dort. Eieiei. Wieder von vorne. Okay, ich will einmal gucken, ob er zu mir kommt. Ich will ihn so ein bisschen verspotten hier. Komm noch ein. Ah, nein, scheiße, schnell zum Hammer, schnell zum Hammer. Ah. What the fuck. Aber Hauptsache, ich verstehe nicht, die sind eigentlich so böse Kinder, also Holzkinder oder so. Aber spielen die in diese ganze Geschichte so richtig mit? Also, oder werden die auch dann später gegen diese ganzen Bösewichte angehen? Das interessiert mich. Sliden. Zack. In your face. Ja, hier ist es lieber, immer mit dem Hammer zu gehen. Hauptsache, erkennt ihr Mono, dass wenn er seinen Hammer oder Axt mitträgt, dann sieht er so aus wie aus dem Silent Hill, ne? Weil da gab es auch irgendwie so Leute mit Dreieckköpfen oder so. Ja, und dann haben die auch so ein riesigen Schwert und so mit sich getragen. Ja, es bleibt nichts übrig. Ich muss mal meinen Hammer hier wegschmeißen und hier einfach draufklettern. Okay, ich glaube, hier geht's richtig los.
Musik macht mich wahnsinnig schon. Geh kurz mal wieder zurück und vielleicht hier das aufmachen. Da, da habe ich das gesehen. Ja, ich will das, dieses Holzstückteil, wie heißt das dann nochmal, da oben für Steine werfen. Und ich höre, ja, einen Geist. Tatsächlich, guck mal. Ja, und natürlich die Ratten ganz oben. Bestimmt so ein, so eine kleine Kabine von Mike Myers gewesen oder so. Wenn ihr wisst, worüber ich rede. Der hat ja auch die kleinen Tiere geschlachtet. Ja, ich bin übrigens auch ein richtiger Fan von Horrorfilmen. Als ich 16 war, habe ich mir so viele reingezogen, dass ich immer wieder Angst hatte, wenn ich nach Hause gefahren bin, mit dem Fahrrad durch riesige Wiese. Und da war auch Licht immer so schlecht. So. Ich glaube, wir sind jetzt so weit gekommen, dass da eine Lehrerin ist. Ich suche immer noch nach ein paar Sachen oder Hütten, weil ich will die schon alle haben. So, okay, wir haben ganz unten rechts ein Auge gesehen, also es wurde der ganze Prozess gespeichert. Ups. Okay, ich glaube, sie macht jetzt einen Rundgang oder so. Oder doch nicht? Aha, gut, jetzt kann ich glaube ich weiter. Komm. Hauptsache, diese Kinder passen auf und gucken mich nicht mal an. So viel Angst in deren Köpfen. Ha, guck mal ganz nach links. Der hat nicht mal einen ganzen Kopf. Denen wird das eingeprägt, was eigentlich in die Köpfe nicht passen soll. Ah, guck mal, da ist ein Schlüsselchen ganz oben rechts, habe ich sofort gesehen. Aber wir haben auch einen Versteckplatz. Was soll das heißen? Ah! Ja, das soll das heißen. Ich wollte eigentlich abspringen, aber das ging gar nicht. Na gut, das Ganze nochmal von vorne. Übung macht den Meister, wie man sagt. Okay, hier könnte man sich verstecken. Da gibt es eine Lücke. Geht vielleicht ihr Kopf da durch oder so. Oder vielleicht läuft sie einfach durch die Tür. Wer weiß. Okay, ich versuch's mein Glück nochmal. So schwer muss das auch nicht sein. Vielleicht muss man das irgendwie schieben oder so. Ich will jetzt klettern, aber nie so weit. Ganz weit. Okay, jetzt. Wegspringen. Ja. Verstecken. Vielleicht müsste ich sofort erstmal den Schlüssel nehmen. Aber das wäre vielleicht zu lang. Vielleicht würde sie das jetzt mitnehmen. Das sieht so eklig aus. Genau wie diese Würste vom ersten Teil. Die schwarzen Würste. Die würden aus den Gästen gemacht oder so. Okay. Kann ich bestimmt langsam raus. Ich habe nur Angst, dass die durch diese kleine Lücke da mit ihrem Kopf kommt oder so. Das haben die auch im Trailer gezeigt. Aber ich glaube, ich muss mich wohl hier einfach nur trauen. Okay, aber ich sehe gar nichts. Ich sehe gar nichts. Oh! Warte. Nicht raus! Nicht raus! Was machst du? Was machst du? Stopp! Oh. Wenn man von guter Steuerung spricht, ne? Und so ein Scheiß. Okay, jetzt muss ich irgendwie langsam raus. Wo ist sie denn überhaupt? Okay, langsam. Ganz langsam. Okay, sie sieht mich noch nicht. Zack. Die Schule ist der schlimmste Horror, das sage ich euch. Ah, sie hat nie gesehen. Was mache ich? Was mache ich? Ah, das ist schon zu...
gefressen hat sie mich. Oh, meine Fresse. Also natürlich, nach sowas verstehe ich schon diese Schüler. Ich bin so verwirrt und gerade gleich in Panikzustand. Aber wenn ich würde sowas sehen, man, dann verstehe ich, warum die so viel Angst vor ihr haben. Können die jederzeit richtig hier gefressen werden von ihr. Und da sind wir wieder. Uff. Sie schlägt das. Da kommt entweder Rauch oder so viel Staub. Na, ich sehe jetzt gar nichts. Was ist los? Okay, langsam raus. Langsam. Ich weiß nicht, soll ich vielleicht da ganz nach vorne gehen oder ganz nach hinten? Ich versuch's einfach. Okay, komm. Aber ich darf auf jeden Fall nicht laufen, weil sonst hört sie mich. 100%. Einen riesigen Stab hat sie. Ja, und du Kleiner kriegst du gleich auch, ne? In die Fresse. Ja, hast du deine Hausaufgaben gemacht? Oh, der Kleine, der hat so Angst. Oh, eine Gnade habe ich gerade gesehen. Wow. Was ist dieser Simpsons oder was? Ja. Noch ein wenig, noch ein wenig, bitte. Ich bin so vorsichtig, ganz vorsichtig. Sehr gut. Was? Hat sie mich gesehen? Oh nee, bro. Lauf. Lauf schneller. Schneller bitte. Bitte schneller. Jetzt Schlüssel. Ganz schnell Schlüssel. Ja, ja. Schneller, 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 schneller. Oh, Gott sei Dank. Ich bekomme Ameisen auf ganzem Körper. Wie herrlich, Mr. Shu. Ich brauche deine Hilfe. Einen kleinen Schuh oder vielleicht einen größeren mitnehmen? Na gut, nehmen wir einen kleinen mit. Ja genau, ein Gnome soll das sein, ja. Ein guter Trick. Kann ich das nehmen? Ne, geht nicht. Ich sehe da ganz hinten ein Rohr. Okay, genau. Ey, warum läufst du nicht? Ah, schnell weg, schnell weg. Uff, haha, kriegst du nicht, nicht. So, ich denke, man soll entweder ihn töten oder einfach laufen. Vielleicht versuche ich ihn. Oh, das pisst mich so an, ne? Dieser Timing, das ist unglaublich. Nee. Schnellen Durchlauf kann sich ja auch nicht. Okay. Nochmal das Ganze. Ja, und jetzt kriegst du. Scheiß Timing. Mann, ey. Okay. Wir brauchen wieder unseren Mr. Schuh, den roten. Oder doch nicht. Wir nehmen den großen Schuh. Genau meine Lieblingsfarbe, guck mal, genau wie mein Kostüm. So, jetzt kriegst du. Ah. Nicht ganz. Okay, los jumpen hier. Ich schnappe das und ich warte ein wenig. Mann! Okay, jetzt reicht's. Jetzt kriegst du richtig in die Fresse, Pinocchio. Ich merke immer wieder, dass hier wirklich solche so wie so eine Schreckparodie. Alle diese WC und Pinocchio. Bestimmt gibt's hier irgendwo ein Cookie oder so. Kann ich hier was nehmen? Nö, geht nicht. Okay, einfach die Tür
kaputt machen. Easter Egg von The Shining. Hier ist Johnny nochmal. Johnny Time. Die ganze Hütte hier. Hm. Na, was machst du? Ich will einfach nur nach oben. Oh. Guck mal auf den Schatten, da kommt schon... Ah, da kommen sie schon schneller. Schneller rein und verstecken. Boah, wie hässlich sie ist. Diese Augen. Wie so eine richtige Puppe, weißt du? Normalerweise würde ich warten, aber... Nee. Hier kriegst du auf den Kopf. Keine Schüler mehr. Kaputt machen. Nicht schlagen. Wir sind gegen Gewalt. Gegen Gewalt, hast du gehört? Und selber schmeißt er auf sie ein Glas auf Kopf. Okay. Und los. So, jetzt sind wir oben. Aha. Und was muss ich hier tun? Vielleicht kann ich etwas hier nehmen. Da. Ah, es gibt Möglichkeit, vielleicht oben zu klettern. Oder hier einfach zu überspringen, aber ich glaube, das schaffe ich nicht. Ach, einfach versuchen. Einfach versuchen. Und eins und zwei und... Nö, geht nicht. Und jetzt habe ich eine grandiose Idee. Einfach dieses Ding, dieses Holz hier runterzuschmeißen und laufen. Schneller. Wenn man hier in diesen Tunnel reinkommt. Man weiß nie, was man hier findet. Ehrlich. Das ist das schlimmste Gefühl, wenn jemand dich verfolgt. Das fühlt sich so an, als würde hinter mir jemand stehen. Wisst ihr, was ich meine? Ich denke, jederzeit könnte sie jetzt kommen. Ja, und da ist sie schon, ne? So schnell ist diese Hexe. Jetzt muss ich langsam runter. Aber ich habe Angst. Das ist das Schlimmste, sie ist schon da, sie wartet auf dich und du musst jetzt runterspringen und einfach, ja, das einfach erleben, wie sie dich angreift, ne? So. Ich gehe langsam, weil ich ein bisschen Schiss habe. Ja. Ah, jetzt sehe ich. Man könnte ganz stumpf gegen diesen Rohr, was wir hier sehen, diese Leiter ganz nach rechts verschieben. So von der Seite. Nee, das geht nicht. Und so? Ah! Ja. Okay. Kann man auch so machen. Hier klettern? Nee, bestimmt nicht. Muss man ganz nach rechts. Ich fühle einfach, wie mein Adrenalin steigt. Ganz langsam wird der ganze Gamepad voller Schweiß. Ah, nein, nein, nein. Okay. Sie ist genau neben mir. Ich könnte eigentlich quasi nur den Kopf hier rausnehmen und dann mich anspringen. Ja, das tut sie. Ja, scheiße. Hat sie mich erschrocken. Haha, kriegst du mich nicht? The Super Slide wird mich hier retten. Okay. Hier verstehe ich die Steuerung nicht so ganz. Ich will nach rechts. Ja. Springen. Ah, nein. Ah, nach rechts, langsam. Ah, nach links. Das erinnert mich nach Harry Potter, das dritte Teil, wo da ein Werwolf gewesen ist.
Da müssten die auch so. Erstmal nach links, erstmal nach rechts. Und auf einmal schnappt er die beiden. Oh, mein Herz schlägt so schnell. Ich weiß nicht warum, aber dieses erste Gefühl. Ist nicht mal so ein richtiger Horrorspiel, aber trotzdem, Leute, das macht Angst. Das macht Angst. Das macht Angst, auf jeden Fall. So, Assassin's Creed Time, zack. So, jetzt geht's weiter. Ja, die haben diese Phasen, habe ich gemerkt. Erstmal so richtig heftig, ne, etwas. Und dann Ruhe, dann musst du etwas suchen. Und hier muss ich erstmal gleich nach links gehen. Hä, hey, warum? Ich sehe da gar nichts. Bestimmt haben die alle auch ein Easter Egg oder so versteckt, oder? Ja, ein stumpfer Raum. Okay, Leute, hier habe ich nicht mal gewusst, was ich machen soll. Deswegen werde ich ein bisschen was überspringen. Aber tatsächlich, ich denke einfach zu kompliziert. Man muss einfach nur diesen scheiß Kästchen nehmen und zu der Tür schieben. Wow. Ach, ich denke einfach zu kompliziert. Jetzt habe ich so eine Angst die ganze Zeit, dass irgendwo hier ein Kopf kommt. Aber vielleicht tatsächlich nicht. Erstmal langsam. Ich weiß, das ist diese Phase, wo man etwas suchen soll, aber vielleicht genau das wollen die Autoren mir weitergeben. Und ich glaube, da oben sitzt jemand. Der Geist oder so. Okay, Leute, hier leider habe ich auch sehr lange gebraucht, um zu verstehen, was ich hier machen soll. Rechts von uns war eine Tür mit einem Schloss. Ich bin jetzt dann nach oben gelaufen. Ich dachte, vielleicht hier gibt es irgendwie so Fallen oder so, aber tatsächlich nicht. Und wie ich gesagt habe, hier sitzt ein Geist. Bestimmt, wenn wir die alle aufsammeln, gibt es irgendwie etwas dafür. Ich denke so. Die Tür hier links geht nicht auf. Dann bin ich nach rechts gelaufen. Und hier, Leute, habe ich sehr viel gebraucht, um zu checken, dass ich einfach nur hier drauf das Ganze drauf machen soll und die Tür aufmachen. Wie einfach. Aber ich weiß nie, warum ich nicht drauf komme. So stumpf. Okay, dieser Pinocchio macht mir schon ehrlich gesagt Angst. Fühlt sich so an, als würde er mich gleich angreifen oder so. Ich mache die Tür zu, ich will alles sehen. Alle versteckten Plätze. Verschiedene Gemälde. Hier ist bestimmt was versteckt und ich komme nicht da drauf. Das kann ich abmachen. Okay. Schmeißen kann ich das nicht genau. Fenster geht nicht auf. Ja, weil wir müssen ja Six retten, ne? Anders geht ja nicht. Es muss etwas mit diesen Teilen sein. Ich glaube, hier gibt es irgendeinen Geheimcode. Das machst du alles obendrauf, diese Kopfteile. Aber ich komme da oben nicht drauf. Ich könnte da etwas schmeißen, aber das geht nicht. Und dann soll entweder Pinocchio sich aktivieren oder
die Tür aufgehen oder so? Was sagt ihr, Bros? Schreibt mal in den Kommentaren. Oh, diese Gemälde da. Ich sehe was. Da könnte man vielleicht einfach drauf ziehen. Ja? Und ab. Ja. Also ganz rechts ist flach, unten mit Kreuz und ganz links mit so einem Köpfchen rund. Drehstunden später. Ja, dann erklär das alles. Mann, oh Mann, so viel Zeit verbraucht, ne? Oh ja. Hier einfach nur ein bisschen hängen müsste ich. Aber ich habe den Regler hier gar nicht gesehen. Ach, wie stumpf. Ah, das ist doch Pipadipu. Gut, weiter geht's. Schlüsselchen habe ich. Hier einmal aufmachen. Okay, ich werde nicht mehr blöd sein. Ich verspreche euch, Bros. Und wenn da irgendwie so ein Gegenstand kommt, wie dieses Würstchen, dann werde ich das sofort lösen. Ja, ich sehe. Oben rechts schon in der Ecke eine kleine Tür für uns. Diese ganze Tablets schieben wir in dem ganzen Regal zu uns. Easy. Das hört sich nach Chaos an. Küchenchaos. Und das ist auch genauso. Paper, please. Was macht der denn da? Mit Wurst Teller sauber machen? Okay, komm. Wer ist der Nächste? Nur dieses Gefühl, wenn du willst cool sein, aber verkackst sofort nach dem ersten Mal. Okay, Kawabanga, Leute. Zack, Nummer 1. Komm, der zweite, Timing, soll stimmen. Zwei, der dritte, komm. Nummer drei. Und der vierte kommt so bestimmt auch runter. Zack. Kopf ist ab. Mein Souvenir. Jetzt in den Ofen damit. Ach nee, guck mal, ich kann das sogar anziehen. Das ist aber genial. Ja, und den Hut hat er natürlich im Inventar versteckt, ne? Ach, was für schwarze Würste. Wer ist das denn? Ja, Disco hier. Furzen hier. Boah, wie eklig ist das. Ey, lass mich in Ruhe. Ich will nur hier durch. Ja. Wer will denn nach sowas ein Erzieher werden oder ein Lehrer? Frage ich mich. Aha, hier bestimmt muss ich unter den Tisch gehen. Jo. Ja, hier ist zu. Guck mal, was macht der? Der will. Ah, guck mal, ich habe es vorher gesehen. Nö, 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 nö. So, jetzt geht's weiter. Oh, noch mehr Kinder. Was machen die? Die schlagen sich selber. Richtige Kinder. Was macht der denn? Massage? Komische Leute. Wow, oben. Ah, da muss ich aufpassen. Bestimmt fällt das Ganze gleich auf mich. Hey, die schlagen sich richtig. Oh, oh. Oh. Was ist das denn? Ah nein, meine Maske ist kaputt gegangen. Zack. Hol ich meinen Hut wieder. Jetzt einmal auf Knopf drücken, das geht gleich auf und dann kann ich weiter. Oh, das hat nicht geklappt. Okay, was machen wir nun? Müssen wir irgendwo hier drauf klettern?
Ah, so einfach ist es. Genau wie ich gesagt habe. Ich denke, zu kompliziert. Assassin's Creed Time. Okay, let's go. Hopp. Ich dachte gerade, er schafft das nicht. Was nun? Ah, okay. Auf diesen Seil. Zack. Schwung annehmen. Hey. Oh, ich dachte erst mal, dass das ein Glas mit Geld ist, mit kleinen Münzstücken, aber das ist doch nicht das, was ich denke. Hopp. Das ist aber praktisch. Sein richtiger Gehirn. Und damit, pfui, so ein richtiger Gelee, kann ich hier die Tür aufmachen, oder? Passt perfekt. Aber wir nehmen das bestimmt mit. Vielleicht brauchen wir das noch. Diese Lehrerin ist überall, ganz ehrlich. Anatomielehrerin. Guck mal, was sie macht. Zu machen. Bestimmt für diese ganze Experimente, was sie da führt. Ihr seht es auch irgendwo links oben und so. Was sind das? Augen? Füße? Echt ekelhaft, das Ganze. Ah, nein, das wollte ich nicht machen. Das wollte ich nicht machen. Wir machen das gleich nochmal, aber ich will das einmal so zur Seite schmeißen. Ich bin schon so ein bisschen mutiger geworden. Nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, aber egal. Ah, die Frau hat Hüftarthrose. Die braucht so ein bisschen Physiotherapie. Wenn du eine Physio-Behandlung brauchst, habe ich noch einen anderen YouTube-Kanal. Kannst du mir auch folgen. Gibt's Calisthenic, Fitness und so weiter. Dann wird dir auch geholfen. Ja, jetzt führt sie die ganzen Experimente hier durch. Ah, nein, 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 nein. Ah! Sheesh. Ah, nein, 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 nein. Weiter, 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 weiter. Ich muss mich schon mal verstecken. Oh, Gott sei Dank ist der Kopf nicht so lang. Ah, was? Wieder ruhig? Kann doch nicht wahr sein. Dann, mein Plan wäre, diesen Glas, was unten rechts liegt, dann auf den Tisch und dann ins Fenster. Wir brauchen passende Musik, Bro. Ah, komm schneller. Mann, ich habe das fast geschafft und sie hat mich einfach so stumpf gefressen. So, Leute, hier habe ich einfach alles Mögliche ausprobiert. Ich sage euch ehrlich. Und das ist so schwer. Ich habe schon versucht, einfach durchzulaufen, langsam zu sein. Sie kriegt mich immer wieder. Ich habe schon das Herz genommen und auch weggeworfen. Hat auch nichts gebracht. Deswegen gehe ich jetzt langsam wie so ein Assassin, wie so ein Ninja. Langsam hier durch. Versuche unter jedem Objekt hier mich zu verstecken. Das klappt bis jetzt gut. Komm, ein bisschen schneller. Ich habe jetzt den Timing auch raus. Ich werde sowieso erstmal vorsichtig. Und ich hoffe, dass diesmal klappt das. Ja.
verstecke mich hinter dem Fuß. Ja, komm schneller, mach deine Sachen. Ich muss weiter. Nein, nicht zu mir. Okay, ich glaube, das ist meine Zeit. Und jetzt am besten schnell. Komm, was machst du? Nach oben. Nicht nach links. Wenn sowas passiert, dann kitzeln mir schon so langsam die Nerven. Okay, jetzt kann ich runter. Ah, da müsste man sich festhalten. Na gut. Nach links? Vielleicht? Nee, das geht nicht. Ja, ich versuche immer einen Geheimraum oder sonst was zu finden. Okay, wir gehen weiter. Oh! Triple Kill war das. So heißt das bei Counter-Strike. So, nach tausenden Versuchen komme ich endlich mal klar, dass ich hier nach oben kommen soll mit dem Hammer und einfach alle diese Kinder vernichten. Musik wird immer spannender. Okay, du kommst auch noch dazu. Dann kriegst du auch. Du? Na dann bitteschön. Diese Musik macht mich wahnsinnig, Leute. Ehrlich. Ah, noch einer. Unerwartet. Ja genau, du hast mich verschrottet. Hier kriegst du auch. Und du auch. Zack. Das beste Gefühl, wenn du diesen Timing kennst und kannst hier klarkommen. Habe ich erstmal nicht gesehen. Nee, den Hammer glaube ich brauche ich. Aha. Toiletten. Da wo meistens auch Gewalt passiert. Ganze Gewalt. Guck mal, was macht er, dieser kleine Spast. Zack. Und komm. Oh, ich dachte, ich verrecke gleich. So, Six, wie kommst du denn am besten runter? So, vielleicht? Oh, einmal auf den Kopf. Oh! Ey. Ist deine Halswirbelsäule noch in Ordnung? Ach so, du hast geschlafen. Ja, tut mir leid. Ja, das bin ich. Der Bowman. Mono Bowman. 007. Händchen halten. Nach oben. Jetzt nur Fenster aufmachen. Und Leute, hier machen wir einen Cut. Wenn euch das gefallen hat, dann bitte ein Like geben. Dann weiß ich auf jeden Fall 100%, dass euch dieses Spiel gefallen hat, dass ich das nicht umsonst mache und dass es nicht langweilig ist. Ich danke euch, danke für die Aufmerksamkeit, die ihr mir geschenkt habt und ich bin gespannt auf dritter und vierter Teil. Wir sehen uns, danke und mach's gut!